Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic. So, die beiden wollen eh nicht mit mir reden, beziehungsweise der eine kann ich, der eine will nicht. Der eine kann ich, der andere will nicht, so. Und dann gehen wir jetzt nämlich wieder vom Schiff und nehmen natürlich Schnuckelchen und Häselchen mit. Ne, warte mal, wir nehmen nicht Karf mit, wir nehmen sie mit. So. Meine Girls Crew. Ja. Sagen die mir eigentlich irgendwas? Ich bin doch schon im On drinne, Junge. Ich hab hier, weißt du, busy und so. Ganz wichtige Sache mit dem Rad, verstehst du. Weißt du, hast du bestimmt auch ab und zu. So, dann bin ich mal gespannt, was jetzt beim Rad abgeht. Die werden bestimmt nicht so ganz darüber sich freuen, dass ich denen geholfen habe, weil für die gibt es ja keine Liebe und so. Das ist mir aber relativ Wumpe. Wenn ich ehrlich bin, ich regle die Sachen so, ihr seid zurück, Padawan. Habt ihr herausgefunden, was Revan und Malak in diesen Ruinen gesucht haben? Wir fanden eine unvollständige Sternkarte und hörten von etwas, das sich Sternschmiede nennt. Die Neuigkeiten über die Sternenschmiede sind äußerst besorgniserregend. Wir müssen handeln, doch sollten wir uns nicht zur Hast verleiten lassen. Wir müssen die jüngsten Ereignisse angesichts der neuen Informationen neu überdenken. Wir sollten die Jedi-Archive konsultieren, um herauszufinden, ob diese Sternenschmiede erwähnt wird und um was es sich dabei handeln könnte. Wir müssen herausfinden, warum sie Revan und Malak finden wollten. Kehrt zu eurem Schiff mit Bastila zurück. Wir werden nach euch schicken, sobald wir unsere Besprechungen beendet haben. Alright. Padawan, ihr habt Großes geleistet, indem ihr die Sternenkarte in den alten Ruinen entdeckt habt. Doch im Kampf gegen Malak und die Sith gibt es noch viel zu tun. Wir Jedi wissen, dass wir die Sith nicht in einem offenen Krieg bezwingen können. Der Rat hat daher einen wichtigen Auftrag für euch, Padawan. Ich habe unsere riesigen Archive zu Rate gezogen, um dieser geheimnisvollen Sternenschmiede auf die Spur zu kommen. Aber meine Bemühungen waren vergebens. Dennoch, der Rat ist sich einig. Die Sternenschmiede muss gefunden werden. Revan und Malak haben danach gesucht, als ihr tragischer Fall begann. Es gibt keinen Zweifel daran, dass die Sternenschmiede ein mächtiges Werkzeug der dunklen Seite ist. Die Sternenkarte in den Ruinen zeigt 4 Planeten, doch sie ist unvollständig. Sie zeigt nicht den Standort der Sternenschmiede selbst. Wir glauben, dass es auf anderen Planeten ähnliche Sternenkarten geben dürfte. Jede der Sternenkarten ist vermutlich Teil eines größeren Puzzles. Findet die Sternenkarten auf Kashyyyk, Tatooine, Manaan und Korriban. So werdet ihr zur Sternenschmiede gelangen. Ich bin bereit, den Willen des Rates zu erfüllen. Die Zahl der Jedi wurde durch den Krieg, durch Deserteure, die sich Malaks Reihen angeschlossen haben, und durch die Meuchelmörder der Sith stark ausgedünnt. Doch uns ist wohl bewusst, wie wichtig dieser Auftrag ist. Doch wenn wir eine ganze Einheit Jedi-Ritter ausschicken würden, würden wir nur die Aufmerksamkeit von Malak und den Sith auf euch lenken und euren Auftrag von vornherein zum Scheitern verurteilen. Soll ich diese Aufgabe alleine bewältigen? Die Geheimhaltung ist unsere beste Verteidigung gegen die Sith. Es wäre aber töricht, euch alleine auf diesen Auftrag zu schicken, Padawan. Bastila wird euch begleiten. Zwischen euch gibt es eine mächtige Verbindung. Eine Verbindung, die sich vielleicht als Schlüssel entpuppt, um die Mysterien zu enträtseln, die Revan entdeckt hat. Johorny hat uns ebenfalls gebeten, euch begleiten zu dürfen. Nach langen Beratungen sind wir zu dem Entschluss gelangt, ihr ihren Wunsch zu gewähren. Johorny ist beinahe der dunklen Seite verfallen. Vielleicht wird euch ihre Anwesenheit an die Gefahren erinnern, die euch drohen. Es gibt andere, die ich gerne mitnehmen würde. Natürlich werden euch auch eure Gefährten begleiten, die euch bereits auf Taris zur Seite standen. Ihre Fähigkeiten könnten sich als nützlich erweisen.
Denkt stets daran, dass die Geheimhaltung und unauffälliges Vorgehen für euren Erfolg von entscheidender Bedeutung sind. Ihr werdet nicht verbergen können, dass ihr zu den Jedi gehört und sollt das auch nicht. Doch Malak darf niemals vom wahren Ziel eures Auftrags erfahren. Ihr könnt jederzeit hierher zurückkehren. Dantooine soll ein Zufluchtsort, ein Hort der Sicherheit für euch sein. Hier könnt ihr eure Vorräte aufstocken und uns und andere um Rat fragen. Verlasst euch auf mich. Ich werde nicht versagen. Ihr könnt aufbrechen, wann immer ihr wollt. Je früher ihr aufbrecht, desto besser. Je länger ihr wartet, desto stärker wird Malak. Doch zuerst möchte ich euch noch eine Warnung mitgeben, Padawan. Der Verlockung der dunklen Seite ist sehr schwer zu widerstehen. Ich fürchte, die Suche nach der Sternenschmiede könnte euch auf einen Pfad führen, der euch nur allzu vertraut ist. Das Schicksal der Galaxis liegt in euren Händen, Padawan. Wir beten, dass ihr der Herausforderung gewachsen seid. Möge die Macht mit euch sein. Mit euch auch, läuft. So, was mit den anderen hier jetzt? Ich habe ja das andere auch gelöst. Rahasia Sendrel und Shen Matalay sind in die Enklave gekommen und baten um Asyl und Schutz vor ihren Familien. Der Rat hat beschlossen, ihnen dieses Asyl zu gewähren. Ihre Liebe zueinander wurde ihnen durch die Einmischung ihrer Eltern verwehrt. Wir haben erfahren, dass ihnen die Flucht hierher nur durch euer Einschreiten möglich war. Jo. Es ist zwar bedauerlich, dass die Kluft zwischen den Familien nicht überbrückt werden konnte, doch es ist gut, dass die beiden jungen Liebenden ihr Leben frei von Unterdrückung leben können. Ja, immerhin. Läuft. Haben also doch Verständnis dafür. So, Mission ist aufgestiegen. Hier machen wir automatisch. Zack. Schließen. Und was mache ich jetzt? Ja? Ich muss noch zu Elise. Ich muss der unbedingt noch erzählen, dass ich den, also dass der Druide tot ist. Also vernichtet, zerstört und so. Das muss ich auf jeden Fall mitteilen, sonst wird die rumheulen. So, die alte Katzenolle ist jetzt bei mir in der Hood. Okay, die ist jetzt halt... ist das richtig? Ist hier die Ebon Hawk? Ja. Dann bin ich aber hier falsch, ich muss ja dann da lang. Da. Die werde ich wahrscheinlich auf meinem Schiffchen sehen. Boah, Mädchen. Werde ich auf meinem Schiff sehen oder davor steht sie, das weiß ich halt noch nicht. Das werde ich ja gleich sehen. Wenn ich dann bei der Ebon Hawk bin. Ich glaube, da werde ich nochmal versuchen, mit allen zu reden. Vielleicht erzählen die mir dann irgendwie neue Sachen oder so. Und dann mal schauen. Ich habe hier, glaube ich, noch ein paar Sachen offen, aber das ist jetzt auch nicht so weiter tragisch, denn man kann ja immer wieder hierhin zurück und ich glaube, man kann dann auch diese ganzen offenen Quests theoretisch machen. Mein Druide ist immer noch weg. Ohne ihn hat mein Leben keinen Sinn. Ich fürchte, euer Druide wurde zerstört. Mein Druide? Zerstört? Nein! Nein, das darf nicht sein! Ich kann ohne ihn doch nicht leben! Tschüss. Naja. Okay, was soll's. Ich hätte jetzt zwar noch ein bisschen mehr erzählt dazu, aber gut, wenn sie nicht möchte, möchte sie nicht, ne? Kann ich leider nicht ändern. So, Ebon Hawk, ich bin wieder zu Hause. Ah, Moment, erstmal. Also, was kann ich tun? Was ist denn da los, ey? Levelaufstieg. Fähigkeit nur mal empfohlen hier, so. Die hatten null überreden. Alter Schwede, ist die schlecht. Kräfte. Was hatten die eigentlich für Kräfte? So, was ist das denn eigentlich? Machtschild. Macht Aura, Macht Schild. Betäuben, Druiden betäuben. Oh, Druiden zerstören, okay. Auch nicht schlecht. Ja, keine Ahnung, was würde der mir empfehlen? Lähmung? Naja, gut, warum nicht? Warum denn nicht? Achso, nee, warte mal. Mischen? Nee. Ja, so, alles klar. Schließen. Läuft. Und dann back to the ship. Und jetzt mal gucken mit allen reden, ne? Einfach mal schauen, vielleicht haben die noch irgendwas zu erzählen. Wahrscheinlich nicht, aber. Stimmt. Ich kann mit dir ein paar Sachen spielen. Du willst ein bisschen üben, was? Sicher. Spielen wir ein paar Runden. Aber nicht um Geld, damit das klar ist. Klar.
Ich habe absolut keine Ahnung, wie dieses Spiel funktioniert. Okay. Ja. Mhm. Aha. Okay. Das ist ein voll bescheuertes Spiel. So. Ah, jetzt müsste ich hier diese -3-Karte. Ah, okay, ich verstehe. Das ist ein bescheuertes Spiel. Alles klar, ich verstehe. Jetzt müsste ich ja eigentlich das legen und dann die -2, damit ich auf 20 kommen kann. Ich weiß, wo habe ich die 8 her? Geiles Spiel. So, haben wir mal eine Runde Parsak gespielt. Läuft. Hat der noch was zu erzählen? Ihr wollt noch eine Geschichte, ja? Über eine andere verwüstete Welt? Hey, ich wusste, dass ihr so einer seid. Eure stagnierende Republik hat die seltsamen Wesen, gegen die wir in jenen Jahren am äußeren Rand gekämpft haben, nie gesehen. Und sie wird es auch nie. Was wollt ihr damit sagen? Wenn eine Welt nicht stark genug ist, um sich selbst zu verteidigen, hat sie ihre Daseinsberechtigung verloren. Aber diese Geschichte läuft ein klein wenig anders. Wir flogen durch ein Asteroidenfeld im Crispin-System am äußersten Rand der Galaxis und spielten ein wenig mit den dortigen Piraten und Schmugglern. Der Hauptgürtel im Crispin-System besteht im Wesentlichen aus kleinen, von gefrorenem Methangas umgebenen Felsen, welche die Piraten als Deckung benutzten. Ich weiß noch, dass wir mit Hilfe eines Wärmegenerators die äußere Schicht eines Asteroiden im Bruchteil einer Sekunde verdampfen ließen. Die drei Piraten, die sich dahinter verkrochen hatten, wurden zerfetzt. Aber das war ein Fehler. Warum? Was geschah? Der Asteroid, den ich anvisiert hatte, war kleiner als die meisten, vielleicht 12 Meter lang. Von der Außenseite her sah er wie jeder andere aus. Wie ein in gefrorenes Gas gehüllter Ball. Aber irgendwas muss da drin gewesen sein. Etwas, das in der Kälte inaktiv blieb. Die Hitze meiner Geschosse muss da etwas ausgelöst oder aufgeweckt haben. Nach einem Treffer entzündeten sich auf der dünnen Oberfläche etliche Licht- und Hitzepunkte, aus denen offenkundig Gase ausströmten. Was darunter lag, wirkte auf mich wie eine Felswucherung. Ein deformierter Felsen, übersät mit unzähligen Meteoritensplittern. Vielleicht befand sich auch noch etwas viel Älteres darin. Ein Asteroid? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Das Ding begann zu rotieren, schneller und schneller. Nach einer Sekunde versprühte es plötzlich Feuer, Hitzegeschosse, die unsere Panzerung wie Wachs schmelzen ließen. Wir wurden völlig überrascht. Doch bevor wir reagieren konnten, entfernte es sich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Ein Schiff? Wir konnten es nicht einholen, aber es gelang uns, seiner Hyperraumspur zu folgen. Bei dieser Verfolgung entfernten wir uns immer weiter vom galaktischen Kern. Als die Spur uns schließlich über die Grenze unserer Galaxis hinausführte, gaben wir auf. Etwas, was in dieser riesigen Leere offenkundig Selbstmord begehen wollte, war es nicht wert, weiter verfolgt zu werden. Aber das ist fürs Erste die letzte Geschichte. Ich habe noch ein paar mehr auf Lager. Später. Wenn sich die Gelegenheit bietet. Wollt ihr noch etwas an? Nö. Auch gut. Das war's eigentlich. Dankeschön. Was hat man so tolle Geschichten? So, jetzt müssen wir mal gucken, wo sich die alte Katzendame versteckt. Wird er auch hier irgendwo rumgammeln? Vermute ich. Ne, da ist das. So, wir laufen erstmal hier überall lang. Erstmal schauen. So, ne, hier ist er auch nicht. Okay. Ah, wo ist sie denn? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo geht's eigentlich? Ach, guck mal, da ist sie ja. Yo, horny.
Ich denke, ich muss mich für mein Verhalten euch gegenüber im Hain entschuldigen. Es war falsch. Verzeiht. Ihr dachtet, die dunkle Seite hätte euch verschlungen. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Es tut mir leid, dass ich euch angegriffen habe und dachte, ihr würdet mich töten wollen. Ich hoffe, dass ich mich, indem ich euch bei eurer Aufgabe beistehe, in euren Augen läutern kann. Und in meinen. Macht euch keine Gedanken, Johanny. Ich vergebe euch. Ich danke euch. Es ist gut zu wissen, dass ihr mir vergeben könnt, obwohl ich euch das Leben nehmen wollte. Ich kann nur hoffen, dass es mir die Zeit, die wir gemeinsam reisen, ermöglichen wird, es zu bewerkstelligen. Naja, ich sag mal so, mein Leben war nie wirklich in Gefahr, von da kein Problem. Wie kann ich euch bei... So, ich habe mich gefragt, ob wir uns ein wenig unterhalten können. Worüber wollt ihr mit mir sprechen? Keine Ahnung. Wie seid ihr zu einer Jedi geworden zum Beispiel? Wie ich zu einer Jedi wurde? Ich bin mir sicher, ihr findet die Geschichte nicht sehr interessant. Wollt ihr sie wirklich hören? Ja, bitte, fahrt fort. Nun, es ist schon einige Jahre her. Auf meiner Heimatwelt sah man nur sehr selten Jedi. Vor allem dort, wo ich lebte. Wo ist die Heimatwelt der Katarso? Ach nee, wie? Ich habe nicht auf der Heimatwelt der Käfer gelebt. Meine Eltern waren vor langer Zeit von dort geflohen. Doch das ist wohl eher eine Geschichte für ein anderes Mal. Es war eine Welt der Menschen, auf der ich aufgezogen wurde. Das Ende des Universums. Eine Müllhalde, ohne Zweifel. Ein Ort, an den sich Jedi nur selten verirren. Aber wir hatten von ihnen gehört. Nun ja, wohl jeder im Universum hat von ihnen gehört. Also ist das nicht so erstaunlich. Meister der Wahrheit, Verteidiger der Gerechtigkeit, Helden der Republik. Für ein Kind war es sehr leicht, sich von dieser Vorstellung, von dem Mysterium, das sie umgibt, verzaubern zu lassen. Vielleicht war ich eines dieser Kinder. Seid ihr auf einen Jedi getroffen? Ja, das bin ich. Als ich zum ersten Mal einen Jedi sah, wurden sie allem gerecht, was sich mein reger Verstand über sie ausgemalt hatte. Ich war voller Ehrfurcht und vielleicht ein klein wenig verliebt. Verliebt? Sie waren atemberaubend. Vor allem die Geschichten über ihren Anführer. Von diesem Augenblick an wusste ich, dass ich zu einer Jedi werden müsste, um mich aus dem Elend zu erheben, in dem ich seit meiner Geburt gelebt hatte. Ich wusste, als Jedi würde ich im Universum etwas bewirken können. Die närrischen Wunschträume eines Kindes. Doch dieses Kind hat seinen Wunschtraum wahrgemacht. Sobald es mir möglich war, verließ ich meine Welt und machte mich auf die Suche nach ihnen. Ich fand sie und wurde aufgenommen. Ich habe meinen Traum schon mehrere Jahre auf Dantooine gelebt, bevor ihr kamt. Obwohl ich vielleicht noch nicht wirklich für diese große Aufgabe bereit oder ganz dafür geeignet war. Wenn dem nicht so gewesen wäre, wäre ich sicher nicht der dunklen Seite verfallen. Doch dank euch wurde ich ins Licht zurückgeführt. Vielleicht werde ich ja doch noch erleben, wie sich mein Traum erfüllt. Kommt, es gibt viel zu tun. Wir sollten unsere Zeit nicht mit Geplauder vertrödeln, sondern handeln. Jawohl! So, ein bisschen mit Jahani gesprochen. Die beiden, die wollen eh nicht mit mir reden. So, dann reden wir nochmal hier mit Karth. Mal gucken, ob da was Neues kommt. Wisst ihr etwas über diesen Ort? Das ist uninteressant. So ist es. Ja? Siehst du? Er stimmt mir zu, es ist uninteressant. Wie kann ich helfen? Möchtet ihr mich etwas fragen? Ja, in der Tat. Woher wusstet ihr das? Wir haben eine Verbindung. Hä? Nun... Nun, euer Gesicht ist so zerknirscht wie das eines Kinrath-Jungen, okay? Aha. Starrt mich ruhig weiter an. Seht ihr etwas, das euch gefällt? Ihr seid mit Sicherheit der eingebildetste, arroganteste Mann, dem ich je begegnet bin. Und ich habe mit Absicht nicht in eure Richtung geblickt. Ich bin eine Jedi, versteht ihr? Ich bin viel zu diszipliniert, um euch zu offenbaren, was in meinem Kopf vorgeht. Ihr geht viel zu offensichtlich vor. Meine Gedanken, einschließlich meiner Gefühle für euch, werde ich für mich behalten. Meine Gedanken für... über euch. Aha, na klar. Und schon hat sie sich verraten, und zum Glück ist sie so diszipliniert. Ihr seid so süß, wenn ihr verlegen seid. Warum seid ihr bloß so entsetzlich, entsetzlich, entsetzlich? Ihr wisst genau, was ich meine. Ich meine das Band zwischen uns, von dem der Jedi-Rat sprach.
Unser Band ermöglicht uns, Teile der Gedanken des anderen zu erfahren. Wir können zum Teil fühlen, was der andere fühlt. Und was ich fühle, macht mir Sorgen. Ein Padawan muss gut geschult werden, um zu lernen, seine Gefühle und dunklen Impulse unter Kontrolle zu halten. Es dauert oft Jahre, bis es keine Gefahr mehr darstellt, für ihn die Macht zu nutzen. Die Tatsache, dass ihr die Macht derart beherrscht, obwohl ihr kaum geschult seid, könnte schreckliche Folgen haben. Für euch und für alle in eurer Umgebung. Ihr könnt mich warnen, wenn ich etwas Böses tue. Zwinkert einmal für die dunkle Seite und zweimal für die helle. Eigentlich ist es ein geiler Spruch, oder? Aber ich weiß nicht, ob sie das so gut findet. Ich glaube nicht, dass ihr viel tun könnt. Ansonsten würde ich mehrere Jahre Ausbildung unter Obhut eines Jedi-Meisters vorschlagen. Aber ich befürchte, das ist nicht möglich. Glücklicherweise habt ihr bisher ein hohes Maß an Hingabe und Selbstkontrolle bewiesen. Das ist zwar vielversprechend, aber es gibt keine Garantie, dass es so bleibt. Wir müssen alle den Einflüssen der dunklen Seite widerstehen. Dagegen kämpfen wir an. Und für euch ist das besonders wichtig, aufgrund eurer besonderen Fähigkeiten in der Macht. Warum regt ihr euch so auf? Es tut mir leid, wenn ich euch barsch erscheine, aber ich mache mir Sorgen. Um euch, um unsere Mission und auch um mich. Unsere Schicksale sind miteinander verflochten. Alles, was einer von uns tut, wird den anderen direkt beeinflussen. Wenn ihr rücksichtslos handelt, hat das auch für mich Folgen. Ich würde nichts tun, um euch zu verletzen, ist eigentlich gut, aber es funktioniert auch um beide Seiten, oder? Ihr könntet mir helfen, stark zu sein. Das stimmt. Ich werde mein Bestes tun, euch zu leiten. Aber ich bin kein Meister. Noch nicht. Und ich empfinde eure Macht teilweise einfach als überwältigend. Eure Macht könnte ein Segen oder ein Fluch sein. Wenn ihr Hilfe oder Rat braucht, dann werde ich mein Bestes tun, euch zu unterstützen, auf dem Weg zum Licht zu bleiben. Ich kann jede Hilfe gebrauchen, die ihr anbieten könnt. Ich hoffe nur, dass ich weise genug bin, euch auch durch die dunklen Zeiten zu helfen. Aber nun sollten wir uns wieder unserer Mission zuwenden. Ja, das sollten wir wohl. Wir haben genug geredet. Es muss mal wieder ein bisschen Action kommen. Wir werden uns aber eigentlich tatsächlich dem Ende der Folge zuwenden. Und ich bleibe dann auch direkt hier stehen, weil in der nächsten Folge geht es ja quasi hier weiter. Sternkarte, dann gucken wir mal, wo wir hinfliegen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Werden wir uns mal überraschen lassen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Und würde sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein!